Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute Abfischen, Naturteich Mitsukoshi. Mitsukoshi, ein uralt genutzter Naturteich. Früher haben wir hier so mit die besten 3- und 4-, 4-Jährigen, 5-Jährigen rausgeholt. Auch viele Kundenkoi. Irgendwann hat Kunishi gesagt, oder Makoto gesagt, ab sofort nur noch Elterntiere. Und so ist es eigentlich jetzt die letzten Jahre auch gewesen. Und auch heute kommen wieder nur Elterntiere aus Mitsukoshi zurück. Da werden wir Ihnen nachher auf der Farm die 10, 15, 20 besten zeigen. Und da werden richtig, richtige Raketen dabei sein. Und schlimm dieses Jahr, der Blitz hat eingeschlagen. Kaminari im Japanischen, und glaube sogar zweimal. Da wurden 2 oder 3 Koi krumm dabei, gestorben ist keiner. Aber jeder, der das mal bei sich zu Hause erlebt hat, gibt es auch jedes Jahr mal. Blitzschlag ist was wirklich Doofes. Und auch wenn die Tiere nicht sterben, sie werden häufig krumm. Da gibt es Nervenschäden, irgendwas. Amazu und Mitsukoshi sind die zwei Naturteiche, die da am stärksten davon betroffen sind. Als ich gerade von da oben mit Kojima im Truck runtergefahren kam, gucke ich so auf diesen Schlammberg. Und da hat mir Christian vor 2 Tagen, hat er angefangen, den Teich abzulassen. Und dann sagt er, oh, echt scheiße, wir haben mittlerweile so viel Schlamm im Mitsukoshi. Wenn ich das Wasser zu schnell ablasse, dann rutscht der ganze Schlammberg nach vorne. Ja, und dann könnte das wirklich gefährlich werden für die Koi. Er hat echt Angst. Ja, und dann hat er das ganz langsam, er ist, glaube ich, 2-mal öfter hierher gefahren als normal, hat es ganz, ganz langsam und sachte abgelassen, dass der Schlamm einfach nicht zu rutschen anfängt. Muss man sich so vorstellen, wenn wir das Wasser langsam ablassen, dann kann das Wasser aus dem Schlamm raus und dann fällt da die Masse und dann rutscht er nicht mehr so schnell. So, und als ihr da gerade runterkommt, gucke ich so in den Schlamm und sehe so was Rotes aus dem Schlamm. Hat man aber nur von da oben gesehen. Ja, und dahinter so ein Bollen. Und dann dachte ich, da ist doch ein Koi. Da sage ich zu Kojima, da ist ein Koi. Da sagt er, nee, glaubt er nicht. Und hier war Akimoto und alle anderen. Und von der Seite aus hat man es nicht gesehen. Und dann sage ich zu Akimoto, da ist ein Koi drin. Sag, nee, nee, nein. Sag ich, da war oben, der Rücken war rot, das ist ein Benigoi oder irgendwas. Und dann sagt er, nee, und hat aber immer wieder hingeguckt. Und plötzlich sagt er, oh doch, das bewegt sich ja. Dann hat er Kojima gerufen und hat gesagt, Kojima, da ist ein Koi, geh schnell rein. Ja? Dann hat er sofort, ist da reingesprintet. Und das habe ich dann, weil die anderen waren mit dem Auto noch nicht da, wo die Kamera drauf war. Was dann war, das gucken Sie sich jetzt mit dem kurzen iPhone-Video an, geht aber, glaube ich, 3 oder 4 Minuten. Dann wissen Sie, gehen Sie nie in ein Moor, gehen Sie nie in tiefen Schlamm. Wenn Sie da gefangen sind, sind Sie wirklich gefangen. Also kurzum, das, was Sie jetzt sehen, Kojima hätte es alleine nicht mehr aus dem Schlamm geschafft. Und wie wir ihn gerettet haben, das heißt wir, die Jungs, ihn gerettet haben, das sehen Sie jetzt gleich. So, ansonsten, wie jede Ikeage, wird so gleich das Netz zusammengezogen. Nimm mal die Kamera auf die Hand und film mal den Teich rein. Und ich habe gerade zu Akimoto gesagt, weil das sind noch ein paar 100 Quadratmeter, was wir hier unten Teichfläche haben. Ja, und die Koi schwimmen bis ganz dahinter. Also ganz dahinter schwimmen sie und auch nach links schwimmen sie noch überall. Also die müssen jetzt durch einen wirklich tiefen Schlamm. Und dann sagt der Akimoto, Mitsukoshi ist mit Abstand der schlimmste Teich, um Amihiki das Netz zusammenzuziehen. Das ist nicht angenehm. So, jetzt gibt es noch ein kurzes Frühstück. Ja, Kojima ist jetzt damit zugange, den armen Makoi aus dem Schlamm zu holen. Und er steckt jetzt selber drin. Das wird jetzt was Größeres. Man sieht ihn direkt hinter Kojima. Sieht aus wie eine Mondlandschaft. Die Motor eilt ihm zur Hilfe. Im Hintergrund sieht man, der Koi bewegt. Gegen sowas sind Koi oder Karpfen erstaunlicherweise extrem hart. Also jetzt hat er ihn, der dürfte überlebt haben. Da wird das größere Spektakel, wird jetzt wahrscheinlich noch wie Kojima hier zu da aus dem Schlamm kommt. Also das ist ja alles kein Spaß, was hier einfach aussieht. Gucken Sie hinten, Kojima, wie er dicke, dicke im Schlamm steckt. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob er rauskommt. Kojima ni tetsudatte kudasai. Ich werde Ushtas angebeten, Kojima zu helfen. Er hat keine Chance, da alleine rauszukommen.
Der steckt jetzt wirklich im Schlamm. Der macht jetzt tatsächlich den Truck an, den Kranwagen. Ganz mal die Größe. Ich habe vor Jahren mal ein Video veröffentlicht, wo Kojima schon mal im Schlamm gesteckt ist und alleine nicht mehr rauskam ohne fremde Hilfe. Das ist jetzt natürlich eine Premiere. Zieht ihn jetzt wirklich mit dem Kranwagen aus dem Schlamm. Ich sage Ihnen, Schlamm, Moore, das ist alles kein Spaß. Das ist der blanke Horror. Der oberblanke Horror. Wenn Sie da drin stecken, sind Sie komplett verloren. Aber jetzt reicht der Kranwagen nicht ganz raus. Das Video ein bisschen ruhiger halten. Da geht es jetzt vielleicht um einen Meter, wo es nicht reicht. Doch, es reicht. Hallo, Koiga, Doroni. Kimashita. Kimashita. Sorry, Hachimete, ne? Er hätte keine Chance gehabt, alleine da rauszukommen. Sie sehen jetzt alleine, wie er noch kämpft. Der Arme. Wahnsinn. Akimoto, Koiga Genki. Yabai. Watashi wa koko kara truck de kitte, koko kara ano doro ni ano akai o naka wo mite ano Akimoto ni itte, kare wa dame dame, demo totsuzen ano ugoite, hai, sugu. Und das ist kein kleiner Koi, der hat mit Sicherheit 60, 65, 70 Zentimeter. So, wir werden sie auf dem Laufenden halten. Aber ich bin mir sicher, der Koi wird überleben. Wir müssen jetzt mal Stress abbauen. Und dann wird wie immer alles gut nacherhalten. Also hier hat man jetzt die Tüte in die Wanne getan. Um zu verhindern, ist eine geile Idee, wenn Sie mal das Problem haben, dass Sie Koi in der stabilen, nicht stabilen Seitenlage eben genau nicht, sondern dass Sie sie senkrecht halten wollen in eine Wanne, weil sie kollabiert sind. Dann machen Sie in die Wanne einfach eine Tüte, behalten Sie mal eine unserer Transporttüten und dann verhindern Sie so, dass der zur Seite kippt. Tab und Edge. Er aber? Chotto usui. Also die Kim sind leicht, also Usui heißt ja, dünn, also sind nicht mehr voll durchblutet. Der schafft das. Ohayou gozaimasu. Morgen. Morgen. Moin moin dire. Moin moin dire. Ohayou gozaimasu, Chris-san. Ohayou gozaimasu. Ohayou. So, jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's los. Reini ist für Nachhaltigkeit berühmt. Der hat seinen Rennanzug nach dem letzten Rennen hat er umgebaut, jetzt zu einer Badhose. Wie hast du die Gummistiefel da unten hinbracht oder waren das deine Skischuhe? Nein, das waren meine Skischuhe früher. Ich bin immer die weichen Rennschuhe gefahren. Echt? Die weichen Rennschuhe? Ich hab das vorher schon gewusst. Das sind die besseren für die Zukunft. Aber ich sag da, wenn ich den Jungs sag, was das auf Deutsch heißt, was da drauf auf Japanisch heißt, Kormoran. Ja, das braucht kein Mensch am See, gell? Kann schon mit einer Kormoranhose hier zum Naturteich kommen. Schon, ich bin wie ein Geier. Und jetzt machen wir deine Werbung auch gleich noch, dann sind die Werbeblocks abgespult, hinten drunter, hinten steht es größer. Ne? Wir gucken einmal Tom auf den Po. Non-stop Ockwehr. Du hast eine Falte im Shirt. Dogware. So, jetzt wird es Werbung. Reini hat gerade Schlangen entdeckt und Akimoto ist gleich runtergerannt, weil wenn es sich um die Mamushi handeln sollte, aber das tut es wohl nicht, dann sind die auch in ganz kleiner Größe schon tödlich giftig. Hat man mal am Nano?
Tote dann der Wein, ja. Also das ist Tojo. Tojo. Hey, wie war nein? Indian. Ah. Loach. Loach? Crown Loach. So, das ist Sakana. Oh, Sakana. Also, das ist ein Fisch, kein Aal. Arate. Ja, これ nigeru, suge nigeru yo, これ. Da kann sie nicht so, so richtig waschen, weil sie sofort abhauen. これ, ich bin nicht. Oh, ha, 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 ha. Tojo. 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 Mesurashi? Okikunata, taberer. Oh, also wenn sie groß sind, werden die auch gegessen? Nein, sind sie mal nicht okay, kann die Maske? 20-25. Karashi Chi heit ihr, du? Karashi Chi heit ihr. Ich habe gefragt, wie groß sie werden können, 25. Und ob Karashi Blut drin ist? Nee, ist es nicht. Hi. So, wurde du in die Freiheit entlassen? Du willst ein neues Profilbild haben? Mit Warthose, habe ich noch nie gesehen. Mich? Nein. Das selten gern mich mit Warthose. Ich bin ja nicht zum Arbeiten hier. Lass mich jetzt in Ruhe. Hey, Tom! Also wir haben hier einen Preis ausgelobt für den, der es schafft. Einmal mitten durch den Berg durch. Okay. Nochmal ein Tojo. 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 Die Siegerehrung findet da oben statt. Kakui. Hat sie mette, ne? Achso, große hat er schon gesehen. Kleine hat er noch nie gesehen. Also, wir haben Preis ausgelobt. Das, was es dann ist, verraten wir dir, wenn du es geschafft hast. Einmal mitten durch den Berg hier. Tom, komm. Du bist doch sportlich aktiv. Jetzt stell dich nicht so. Ja, die machen wir aus. Jetzt ist sie aus. Ich habe sie ausgeschalten. Ich halte die jetzt nur so. Auf, Tom. Nee, lauf mal nur 5 Meter rein. Mhm. I don't know, but I've been told. Von mir lachen und jetzt von selber. Tom? Ich bin da. Tomst du? Lauf. Du hilfst nachher beim Netz zusammenziehen, das wird ein Spaß. Ja. Wir haben Kran. Hier wird bodenlos. Wie tief ist der Schlamm da? 30, 40? 40. Okay, 40. Bis zu den Knie. Jetzt wissen wir auch, wie lang dein Schienbein ist. Bitte keine medizinischen Daten hier. Medizinisch-anatomisch-physiologische Daten wollen wir hier nicht wissen. Aber schau mal, meine Schatz ist kommen. Also, Tom traut sich's. Und wissen Sie, was die Jungs alle nicht wissen? Die haben eine andere Gewichtsklasse, weil Tom wiegt alleine so viel wie Akimoto und Makoto zusammen. Und dann hat es so eine Pfropfwirkung. Tom, wir würden dich lieber in der Mitte des Sees sehen als an der Uferlinie. Sicherer. Tom, ich hätte eine Frage. Wie viel Abstand habe ich noch? Du warst doch beim Hundeschlittenrennen recht erfolgreich. Da hast du aber deine Gegner nicht so abreißen lassen, oder? Ja, das, da habe ich mich mehr auskannt wie hier. Komm, auf jetzt. Ja, gut, Major. Ich will nichts behindern. Nee, du behinderst nichts, keine Sorge. Solange du außerhalb vom Netz bleibst, kannst du machen, was du willst. Und jetzt bitte rechts abbiegen. Ist auch ganz strengend? Geht? Okay, einmal kein Wasser in der Badhose. So, gerade war so einer ab. Was hast du gesagt? Das riecht so geil. Das riecht so geil. Was riecht denn hier geil? Du bist ja auf dem Bauernhof groß geworden. Richtig. Hier stinkt es nach Kot. Schöne Entlastungsposition, Tom. Ich versuche mal ein Bein aus dem kalten Wasser. Ja, nee, ist klar. Kalt, es hat 15 Grad, sagt Akimoto. Guck, der hängt da mit seinen Armen drin. Aber
könnte ich sagen, mir geht das, mir geht das. So, Amihiki gleich abgeschlossen. Tom fährt immer in einer Position. Reine Beobachtung, ich beschreibe nur das, was ich sehe, Tom. Oh, Sascha! FC Bayern hat einen Ersatztorhüter auf den Platz gebracht. Wir haben immer hitzige Diskussionen im Auto über FC Bayern. Ich weiß gar nicht, warum ich mich darauf überhaupt einlasse. Egal, haben wir. Und Bayern spielt jetzt mit zwei Torhütern. Ist das nicht ein geiles Bild? Hagi Chang! Koi, koi, ist jetzt möchte gut sei. Nano Tame no Yagoi Deska? Gesagt. Shurui ga ikutsu ga haiteru? Taksan? Sore wa Beni Kikukuri? Deutsch Kinshowa. Also hier haben wir einen Deutsch Kinshowa. Er sagt sehr lange. Schütze war du? Schütze Mama. Mama, also Qualität geht so. Woi, それを作ってください。あのみんなは今ドイツ落ち葉が大好き。Oh Mama, ich habe gesagt, Deutz Ochiba soll er züchten. Karada war ich. Und er hat, Misete, der hat wirklich überhaupt keine Schuppen, auch nicht entlang der Rückenflosse. Schütze mui. Reinen, zukute kudasai. Ano, Mako, no doste kudasai, ano, Deutz Ochiba, reinen, zukute kudasai. Ich habe gesagt, er soll es aufschreiben. Kyo, kyo, yumo nai. Kyo, yumo wa nai des. それは平成錦。一番これドイツ昭和。ドイツ昭和？ドイツ金昭和。ドイツ金昭和？どうして平成錦みたいな？わからない。なぜかつぼずみ。Also das ist ein Deutsch Kinshowa. Und ich habe gefragt, warum er aussieht wie ein Heisei Nishiki. Moichido, misete. Der hat ausschließlich, der hat so ein Sankisumi von der Zeichnung und ausschließlich Tsubosumi. Kakui. Dema Hikari amari yokunai, ne? Aber kein Tsubohikari. Ah, so. Zugi wa? Kochi. Nee. Kurz gereinigt. Mochato arate. Mama. Michikai type, ne? Chotto, ne. Ein bisschen kurz. Sugoi sumiga ga kichitto suru ko yo. Also das. Ato 4 kasho. Also er hat noch. Amai wa genren show, wa? Also er hatte ein bisschen rote Zeichnung. Und die Schwarzqualität, sagen sie, ist sensationell. Und das Rot hat er nahezu verloren. Rein die Spieler ein bisschen mit Fischen. Zugi wa kochi. Ah, kochi. Oh, ii. Mami ga ii. Kore ano, kino no kujaku no otousan no kyoudai. Also von den Kuchaku, die wir gestern selektiert haben, ist es vom Vater und Geschwister. Ano Hongo no. Hongo no. Hongo no, Tamatama no Kudori no. So, so. Also, das ist auch ein Geschwister von dem Koi, der in Hongo geboren wurde und Deutsch Sankes sich mit einem Kuchaku im Naturteich vergnügt hat. Aber nicht bei 15 Grad, sondern bei 30 Grad. Obwohl ich finde es gar nicht gut. Na schon. Zugi wa? Orange. Oh, ii ne! Karashi chi haiteru? Nein. Kein. Maru, maru kara, jumade. Ikutsu kurai? Ni. Ich habe gerade gesagt, von 0 bis 10. Von 0 bis 10, wie viel gibt er ihm? Sascha, du stehst so abseits. In der, du bist zu hoch, du kannst den Schlamm noch nicht riechen, du musst weiter ins Tiefe kommen. Also von 0 bis 10 gibt er ihm eine 2. Hi, wie kostet es dich?
よいしょ、まっすぐ。よいしょ。そう。いいね。次は？これだよ。君はだ。わ、いいね。さっきの。あ、もう。あの、ま、丸から中までいくつくらい？ゼロ。ゼロ。Ich habe gefragt von 0 bis 10, er gibt ihm den 0. どうしてくらいに縛っている？阿部？ディレ？はい。はい。昭和。丸から中まで、von 0 bis 10, いくつくらい？結構な数いっとるわ。もうかっこいい。それは何？ドイツ公式。ドイツ公式。ドイツ公式。ここ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 。ニワトリ。はい、ここここここ。カープカープカープカープ。カープカープカープカープ。あ、ええなこいつ。Wir haben ja auch unseren Spaß, Makoto und ich, und da gibt es eine asiatische Sprache. Und wenn die ganzen Asiaten da sind und Fische kaufen, das ist immer lustig und fein. Und dann reden die untereinander ihre Landessprache. Marukara, Jumade, Ikutsu. Ich habe gefragt von 0 bis 10, sagt der Chagoi. Das ist ja noch. Ja, und dann reden die und dann hören wir natürlich immer nur die Sprachen so und verstehen nichts. Und bei einer Sprache hört sich das an, wie wenn die ganze Zeit gab, 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 gab. Ui. Sumi igai, subarashi. Kommen rüber. Jetzt setzt hier Dauerregen ein. Sascha, hol schnell einen Schirm, bitte. Das ist im Civic hinten drin. Und bitte mich ein bisschen covern. Huf, huf, huf. Kakuina. Also von dem Ginrin Shiro-Uzuri vorher ist das ein Geschwister. Akimoto weiß wirklich alles, darum habe ich gerade auch gesagt. Er soll hier ein bisschen hier jetzt erklären. Shiroji wa okashi. Also die weiße Haut, die ist ja Wahnsinn. ああ、アサギ？うん、アサギは。ナナシアサギ。秋水アサギ。秋水アサギ。秋水から出た？うん、秋水から。で、今度はその秋水でアサギ。入ってるよ。何パーセント？たくさんね。四。何パーセントだろう。Also das, der kommt aus dem Karashi Shusui。Keko ist usui. Also es ist wenig Karashi Blut drin, es ist aber drin und ab nächstem Jahr wollen wir Asagi züchten. Geil. それはいらない。そのまま。いらないです。あ、出たわ。多分サンキュー。うん、おいい。質もいい。いな。古いブラッドライン？いや、あ、逃げてった。これ。ブラッドラインはそこまで古くない。うん。いや、もうどんどん立場。Geil. Mega. Ich finde das so geil. So, jetzt gehen wir mal hoch zu Makoto. Schauen, was der oben am LKW so treibt. Tom hat sich schon aus dem Teich verabschiedet. Ist das Reinis Kamera? Ja. Ah! So, wir lassen die Jungs hier mal weitermachen. Gucken mal nach oben. Das ist, hey, aber da weiß ich jetzt aber auch, wer der Fisch ist von denen zwei. Hast du mich gerade angesprochen? Ja, da weiß ich auch, wer der Fisch ist von denen beiden. Ich weiß es, ich weiß es. Der mit der Mütze, oder? Das ist aber so gut, was für. So, wir gucken nach Makoto. So, wir sind jetzt bei Makoto und Christian. Freuen uns auf die nächsten. Immer mal der Kekabado. Marukara Jumade. Marukara Jumade. 8 Grad. Also ich habe gerade. Also das Ergebnis ist bisher gut und ich frage ihn mittlerweile bei jedem Scheiß von 0 bis. Ah, oh, ne.
Schau mal, das schaust du noch da. Das muss ich jetzt kurz fotografieren, wenn er dann umsetzt. Da noch, Ike. Anogoski, was schau da, Hagi, ne? Maika da? Also der hat vorher schon das Rot ein bisschen verloren. Aber die Beni, und das ist jetzt interessant, aber die Beni war, ah, no, go, man, re, you are. Das ist ACD. Hi, ACD. Das ist doch Hi. Jump ist da. Haben Sie den Kumanryu gerade vorbeifliegen sehen? Flying Kumanryu. So, drei Matsch da. Das war ein fliegender Schober. Dann haben wir hier, und das war interessant gerade, die Rotqualität ist super, auch wenn sie sich verliert, hier. Hey, Anno Hagi-chan war hier da, nein. Also den, der die Farbe. Ha? Und er sagt, schau mal, Marco, und er sagt Igoshki, also es ist ein guter Goshki. Und schau mal, der. So, hier haben wir nochmal den Asagi aus dem Karashusui raus. Aber es ist ziemlich windig. Ich hoffe, wir haben nicht ganz so viele Windgeräusche. Und ansonsten schauen wir uns einfach Koi an. Ishigaki. Ne? So. Wir gehen den anderen LKW. Also ich habe es gerade vorher, Kasiga Tsuyui, ne? Ihr habt es gerade vorher mit Christian und mit Akimoto gehabt. Hier sind die Mitsukoshi. Wir hatten hier schon Taifun, wir hatten Starkregen, wir hatten schon alles. Wir hatten schon 2 Tage Verzögerung, weil wir ein Teichlicht leer bekommen haben. Und das ist wirklich ein risikobehafteter Teich, wo jedes Jahr irgendwas anderes ist. Und nur, dass ich mal ein Gefühl bekomme, ich glaube, ich erzähle das jedes Jahr, die Restauration dieser Mauer hier. Also die war früher völlig brüchig, die hatten vor ein paar Jahren hat man die neu gebaut und da, also den Damm neu mit Beton verkleidet. Dann gab es dieses schicke, verchromte Geländer da vorne, warten Sie, ich gehe da mal näher ran. Und das hat, glaube da zur damaligen Zeit, zum damaligen Yen-Kurs 80.000 Euro gekostet, das ist nicht wenig. So, wir sind kurz vor dem Ende hier im Abfischen und Reini und Tom haben wir einen Spaß da unten. Tom wurde kurzerhand zum Kameramann von Reini erklärt. Und hi Marco, domo arigato gozaimashita. Im nächsten Vlog zeigen wir Ihnen die besten Koi aus Mitsukoshi. Machen Sie es gut und bis dann. Ciao.